Hallo ihr Lieben, heute mal ein kleines Rückwort mit Vanessa und mir. Und es geht um ein paar Bundübungen, die könnt ihr beliebig oft wiederholen. Wir gucken mal, ob Vanessa zu den Stützen kommt. Sicher. Und wir fangen einfach ganz entspannt an, stell das Stück weit hin. Dann gehen wir mit den Fingerspitzen zu den Zehenspitzen runter und kommen wieder hoch. Rückenbleibchen gerade, Brust schön stolz. Mundwinkel gehen nach oben, dass er schön lächelt. Ihr könnt natürlich auch erstmal eure Haare machen, so wie Vanessa sagt. Wenn ihr noch gefallen ist, dass die Haare relativ weit nach vorne fallen. Halten, umtippen. Machen den Rücken komplett rund, gehen in die komplette Vorbeuge und ziehen den Rücken wieder gerade, Albe Vorbeuge, Brust wieder schön stolz. Rund, wieder tief, gerade wieder hochziehen. Tief und wieder hoch. Tief und wieder hoch. Halte oben, Arme lang nach vorne ausstrecken. Oberkörper bleibt schön tief. Oberarm auf Ohrhöhe und halte schön die Spannung. Arm wieder tief, Oberkörper wieder hoch. Euch dürfte warm sein, oder? Ja. Ganz leicht beginnen. Etwas breiter als Schulterstand, also stellt euch ruhig in die leichte Knie schon rein. Dann gehen wir wieder mit den Fingerspitzen nach unten. Knie könnt ihr leicht vorne drücken, wieder schön gerade. Und jetzt gehen die Arme nach außen. Bauch schön fest. Rücken schön in der Spannung, Arme schön nach außen, Schulterblätter schön auf der Zugspannung hin. Jetzt schöne isometrische Haltung, Spannung schön durchhalten, wird langsam schwer, ja, deswegen nochmal Schulterblätter weiter nach hinten ziehen. Noch 5, 4, 3, 2, 1, Arm wieder tief, Oberkörper wieder hoch, kurz links rechts. Ohne Rücken hast du schon gemerkt, Vanessa, hast du das gemacht? Ja. Ich denke schon, ja. Wir bleiben in der Position, gehen nochmal tief nach unten, jetzt die Bewegung wieder nach vorne, auf geht's. Oberkörper fällt schön unten, dass ihr hier die Spannung halten könnt, drücken schön fest, Arme schön lang und dann versucht jetzt hier die Arme über eure Rücken zu ziehen. Probiert Stück für Stück weiter nach oben zu kommen. Noch 3, 2, 1, Arme locken. Komplette Vorbeuge. Lasst euch einmal hängen nach unten. Dann kommen wir Stück für Stück nach oben. Arme nach unten. Gehen wir zum Oberkörper auf die rechte Seite. Gehen wir zum Oberkörper auf die linke Seite. Und lasst jetzt die Hüfte stehen. Gehen wir uns auf die rechte Seite. Hose bleibt stehen, so wie sie steht. Nur im Oberkörper. Linke Seite. Mitte. Lockeres. Wir gehen wieder nach unten. Fingerspitze wieder zum Boden und jetzt selbe Rotationsbewegung. Rechter Arm ziehen zur Decke nach oben. Idealerweise schön eine gerade Linie nach oben hin. Blickt nicht schon mit euren Fingerspitzen hinterher. Dann halt noch. 3, 2, 1. Wieder tief. Seite wechseln. Rechter Arm zieht wieder schön. Lang nach oben. Blickt ihr schon wieder euren Fingerspitzen in der Hand. 5, 4, 3, 2, 1. Wieder tief nach unten. Rücken bleibt wieder gerade. Rechter Arm nach vorne. Und jetzt dreht euch über die rechte Seite und guckt unter eurem Arm einmal durch. Bauch bleibt fest, Rücken bleibt fest, Arm bleibt lang nach vorne. Wechseln die Seite, rechten Arm tief, linken Arm nach vorne, Oberkörper dreht wieder. So
3, 2, 1. Mitte. Beide Arme lang. Rücken schön fest. Bauch schön fest. Oberschenkel fangen langsam an zu brennen, so wie bei Vanessa. Also Arme lang, noch 5, 4, 3, 2, 1. Hüfte bleibt unten, Oberkörper aufwäschen. Und hochschieben. Locken lassen, Beine kurz rein, Beine kurz aufschieben. So, beide sind schon gut dabei. Hälfte habt ihr schon genug von der Zeit. Wir stellen uns wieder hüftbreit hin. Ihr könnt gerne was trinken, macht auf Pause, sonst geht's gleich. Weiter oder 5 zu lieber besser. Einfach nebenbei. Kurze. Nächste Position. Hast du letzte im Stehen. Hüft bei der Stand. Wir gehen wieder tief. Leider Finger Kniegelenk. Nehmen Kniescheibe. Und dann ziehen wir jetzt nur die Brustwirbelsäule hoch. Und kommen mit der Brustwirbelsäule wieder tief. Brustwirbelsäule hoch, damit lösen sich theoretisch eure kleinen Finger. Kommen wieder tief. Dass ihr hier schön den Zug. Hochziehen, wieder tief. Hoch, ausatmen, einatmen, tief. Ausatmen, hoch, einatmen, tief. Und jetzt merkt ihr schön unteren Rücken, Rückenstrecke. Der Muskel brennt schon. Vanessa, brauchst du eine Pause? Für die, die eine Pause brauchen, machen mit Pause. Zwei Stück Pause habt ihr und dann geht es noch rein. Und dann haben wir noch ungefähr 30 Stück davon. Ja gut, Vanessa, kann ich, wir machen nur noch 5. Vier. Ich muss mir später danken. 3. 2. 1. Oben halten. Arme lang. 3. 2. 1. Lock lassen. Unterarme, Oberschenkel. Rücken kurz entlasten. Rücken kurz runter. Mal ein Stückchen nach oben. Letzte Übung für heute. Wir gehen nochmal in den Kretstand. Die, die ja Kurs beim Sitz machen, die wissen ja, so breit wie eure Matte. Ihr könnt das auch wieder ausmessen, Arme lang und dann dort, wo eure Fingerspitzen runter zeigen, müssen eure Außenkante stehen. Und man, wenn er rutscht, so wie Vanessa, stellt euch einfach ohne Hand hoch hin, da rutscht er nicht so. Deswegen habe ich mir extra ein langes Hand. Wir drehen. Unsere rechte Zehenspitze 90 Grad nach außen und gehen mit dem rechten Bein nach unten. Linkes Bein bleibt schön lang, schön tief. Arme gehen nach oben. Dann gehen wir mit dem linken Arm, mit der linken Hand nach unten zum Knie und der rechten Hand nach oben. Dann sieht man hier noch ein Stückchen tiefer nach unten. Dann halten schön gleichmäßig. Die Hand schön nach oben ziehen, schön lang nach hinten. Komm wieder zurück mit den Händen. Setzt die Hände neben euren Füßen ab. Denkt dran, der Fuß bleibt hinten schön lang. Deine Zehe bleibt schön unten. Dann schön halten. Und entspannen, oder? Ja. Theoretisch. Sehr. Hände wieder auf den Oberschenkel. Hände spitzen wieder hoch, Oberkörper, Bein bis hoch. Wechseln die Seite. Linkes Bein dreht raus, rechtes Bein steht wieder 90 Grad Winkel zu uns nach vorne. Ihr könnt so wie Vanessa Socken auch ausziehen, da rutscht ihr dann genauso nicht. Oder ihr drückt euch aktiv nach unten den Boden, dann rutscht ihr hier auch nicht. Wir gehen wieder tief, Arm wieder hoch. Hand geht nach hinten aufs Knie. Linke Hand kommt nach oben zur Decke. Dann singen wir noch tief und tief. Denkt an kleine Zehe, bleibt unten. Bleibt schön tief. Ihr wollt ja auch was spüren hier. Und oft die. Und die Mobilität. Hände zurück. Hände nach unten. Drei. 2, 1, Hände Oberschenkel, Oberkörper hoch, 10 zu 3, letzte Bewegung.
Beide ziehen mit dem Zeigefinger zu uns nach vorne. Hände gehen Richtung Boden nach unten. Theoretisch habt ihr das locker, eure Handflächen aufzusetzen. Für die, die damit Probleme haben, nehmt euch einfach einen Block, ein Kissen, ein ja, Buch, Quellekatalog und setzt ihn dann hier drunter. Und sonst geht es schön tief nach unten. Ein bisschen bewege ich euch, so wie Vanessa, kann auch den Kopf absetzen. Und ihr könnt auch mit den Händen nach hinten gehen. Nach hinten halten. Dann kommen wir mit der rechten Hand in die Taille, mit der linken Hand in die Taille. Und ziehen uns langsam Stück für Stück nach oben. Tippen langsam Stück für Stück mit den Füßen nach innen. Gehen nochmal mit den Unterarmen auf den Oberschenkel, ein bisschen Rücken nochmal. Dann gespannt runter. Ziehen nochmal langsam nach oben. In unseren Oberkörper nochmal nach rechts. In unseren Oberkörper nochmal nach links. Ziehen uns nochmal lang nach oben. Locker. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Wir hoffen, ihr seid zu uns Schwitzen gekommen wie wir beide. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video oder hoffentlich im Dezember wieder bei uns im Haus. Macht's gut! Ciao!